Mahlzeit, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Schaut mal, wir haben hier so tolle Sachen, und zwar einen neuen LKW. Wir sind hier gerade beim Iveco-Händler in Helsinki, aus Gründen. Ja, also ich habe mir den hier gerade mal zusammengebaut und dachte mir so, ja, damit kann man doch eigentlich mal eine Runde fahren. Habe ich gerade mega Bock drauf, die LKWs nochmal so durchzuprobieren und so Skins auszuprobieren und so Sachen zu machen und damit einfach fahren, ne? Storyline werden wir hier nicht spielen oder so, oder Firma aufbauen, weil Firma haben wir schon, Geld haben wir mehr als genug, deswegen hätte ich gesagt, gucken wir uns da einfach mal die Büchsen hier an. Hier haben wir einen Iveco Stralis, Highway, volle Hütte und ja, ne, schön animalt, ein paar Sachen dran. Viel konnte ich nicht machen, leider. Ich hätte gerne noch mehr gemacht, aber ich denke mal, wir sind gewappnet für einen Einsatz. Und zwar sieht der wie folgt aus. Ich würde echt gerne eine Megatour starten. Was haltet dann davon? Wir können ja mal gucken, wo wir uns gerade befinden. Weltkarte. Wir stehen hier nämlich hier oben rum, ne? Bei Helsinki so in der Ecke da irgendwo. Hier so. Und naja, also hier ist haufenweise Zeug, wo wir hinfahren könnten. Nicht wahr? Ich würde sagen, wir starten mal. Ich hab's da mega Bock drauf. Wir werden nicht auf, keine Angst, also wir werden nicht splitten. Wir werden nicht alles an einem Stück fahren, sondern wir werden nach und nach mal gucken, wie weit wir vorankommen. Schnelle Aufträge. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Auftragsangebot. So, wir holen uns auch nicht einen eigenen Trailer, sondern wir fahren mit dem, was uns hier angeboten wird. Verdiene Geld mit deiner eigenen Zugmaschine. Genau. Und zwar, wir wählen aus. Ja, kommt drauf an. Von Helsinki nach Spanien zum Beispiel. Wir müssen, glaube ich, gleich die großen Aufträge nehmen, ne? Was ist denn mit so einem Hubschrauber nach Frankreich? Also das wäre hier Spanien, ne? Hier unten, ach Gott, das ist am letzten Zippel. Das ist so genau die Megatour, die ich meinte, mit 4.399 Kilometern. Und da fahren wir so ein bisschen Fähre. Wir sind 65 Stunden unterwegs, also eine Woche. Theoretisch, plus minus Fensterkreuz. Wir können aber auch nach da anfahren. Ist mehr oder weniger fast genauso weit weg. Wir könnten aber auch mit einem Hubschrauber nach Brest fahren, nach Frankreich. Das wäre da oben an der Küste. Ja, weiß ich nicht, ist das eine Megatour? Weiß ich da so richtig nicht. Komm, wir nehmen das hier oben. Wenn wir nämlich beim Kunden sind, können wir das sogar noch konfigurieren, trailertechnisch. Vielleicht machen wir auch einen Gigaliner draus. Gucken wir mal. Verpackte Lebensmittel, 17 Tonnen. Damit kommen wir bestimmt klar. Top-Pflanzen von Ikea. Hm. Wir nehmen das, oder? Wollen wir das mal an Ziel ranhängen, dann fahren wir da mal hin. So, wir starten der Gerät. Innenausstattung, wie folgt. Also Innenraum selber kannst du ja nicht mal so viel machen, ne? Wir haben schön Dachhimmel, Michelin-Schild. Ist nämlich Weihnachtszeit, Freunde. Ne? Deswegen haben wir hier einen Boom. Ein Weihnachtsbaum. Tasche mit Zeug. Astronaut ist auch am Start. Bisschen Krempel. Und ja, ne? Von außen ist er hübscher wie von innen, aber gut. Gefallen tut mir halt natürlich wieder die ganze Samurai-Geschichte hier. Licht haben wir hoffentlich Zeug an Bord. Hupe haben wir auch. Aufpassen, laut. So. Wir fahren erstmal 100 Kilometer, bis wir da sind. Nee. Aber zu laut ist er nicht, oder? Ah jo, warte mal. Sollte es auf jeden Fall angenehmer sein. Ja, warte mal, da können wir noch ein bisschen schrauben. Also jeder LKW ist echt ein bisschen anders. Da muss man immer doll gucken, soundtechnisch. Dann können wir hier ein bisschen hochdrehen und da hoch und da hoch und dann ist es toll und dann kann weitergehen. Ja, sehr angenehm. Wenn wir damit sehr weit fahren, dann geht das. Okay, aber ich merke gerade, es ist sehr weitläufig. Haben wir hier vielleicht was in der Nähe? Vielleicht können wir hier auch irgendwie nach Spanien fahren. Komm, wir fragen mal nach bei den Firmen. Wir gehen mal Klinken putzen.
Hier wäre der Hubschrauber. Barcelona ist halt auch weit weg, aber ist Anfang Spanien. Wollen wir den Hubschrauber fahren? Wollen wir das machen? Wir könnten ja theoretisch von Frankreich rüber nach Italien, da unten runter, und von da wieder hoch nach der Skandinaverei. Oder so. Kann man hier noch was ändern? Die Trailerfarbe. Oh, Tieflader können wir auch draus machen. Okay. Also wir haben ja einen Rundumbalken auf dem Dach. Das ist ja nicht das Thema. Das ist natürlich Quatsch, ne? Verschenkter Platz ohne Ende. Das wäre eigentlich auch okay. Der steht rückwärts drauf, das ist voll schön. Also. Ah, schwierig. Nee, ich glaube nicht. Also ich würde gerne eine weite Tour fahren wollen. Sorry Leute, dann hauen wir hier wieder ab. Ist zwar nett, aber, ne? Also der LKW hat, glaube ich, knapp 250.000 gekostet. Einen kleinen Ticken mehr, möchte ich sagen. So. Wir kommen noch an so ein paar Firmen vorbei. Was ist denn mit Schlafen eigentlich? Wir müssen in 6 Stunden pennen. Jetzt ist die Frage, macht es Sinn, dass wir uns vorher nochmal ordentlich ausruhen oder nicht? Ich meine, wir könnten noch so Ikea fahren, da waren, glaube ich, die Top-Pflanzen vom Frachtmarkt im Angebot. Nur weiß ich ja nicht genau, was wir nur anstellen hier. Auf jeden Fall ist hier keine Sau. Doch, da vorne steht er an der roten Ampel. Guck mal, und wenn wir zum Kunden fahren, sind wir schon ewig weit weg. Hallo? Fahr doch bitte, danke. SpongeBob ist voll ambitioniert, da oben an der Scheibe, ne? Der hat Bock. Der freut sich, alles ist toll. Und der Astronaut, ne? So, nicht so begeistert von der ganzen Materie hier. Komm, wir fragen mal bei Ikea, was hier so abgeht. Manchmal ist das mit den Frachtaufträgen auch echt krass. Du kommst hier hin, oder besser gesagt, du guckst vorher im Menü nach. Da ist nichts. Fährst du hin, dann ist doch was. Also zeittechnisch. Ja. 190.000 knapp. Das wäre eigentlich auch okay. Wollen wir uns den Auftrag holen? Dann brauchen wir ja nicht stundenlang rumeiern. Das waren Topfpflanzen. Warte mal. Ja, sind aber nur 3 Tonnen. Ist jetzt so ein bisschen. Die Steigung wird unser Freund sein, auf jeden Fall. Ja. Das wäre so total inkognito, ne? Ich hätte ja hier diese IKEA-Möbel. Aber wir machen halt übelst Werbung für IKEA. Belegt das? Weiß ich nicht. Der wäre auch cool. Ja, weiß ich nicht. ISO bestätigen. Bringt das nochmal extra Kohle? So wirklich nicht, ne? Es ist schwierig. Pass mal auf, wir fragen nochmal den Frachtmarkt, was sich denn. Ist leicht hin und her gerade, aber ich möchte auch. Naja, was lukrativ wird, ist eigentlich wurscht, aber. Guck mal, wir sind ja hier in Helsinki. Das wäre echt der lukrativste Auftrag. Dann jetzt gleich weiter mit extrem weniger Entfernung. Ich bin bald gewillt. Nee, warte mal, die. Verpackte Lebensmittel. Da kriegen wir halt 191.000 für. Da fahren wir auch immer komplett durch Spanien durch, bis unten runter. Das ist auch eine andere Routenführung, oder täuscht mir das? Ja, guck mal hier. Hier fahren wir quer durch Germanien durch, durch Poland. Und das ist hier immer oben rum. Ne? Über Schweden, Dänemark. Und das wäre halt unten rum. Estland, Lettland, Litauen. Hier durch Südfrankreich. Doch, ich hab Bock auf diesen Auftrag. Es war schade, dass wir jetzt umsonst hier hin und her geguckt sind, aber wir fahren mal andere Wege. Ist zwar eine ganze Ecke weit weg, wir müssen da wirklich erstmal hineiern. Ich hoffe nur, das wird zeitlich kein Problem, weil wir müssen halt unsere Fahrzeit ein bisschen im Auge behalten. Dass hier nichts schief geht.
Aber das kriegen wir doch wohl hin. Da vorne ist eine Autobahn, da können wir wenigstens schnell fahren. Das ist sehr, sehr gut. Hier können wir auch 80 fahren. Alter, was ist denn hier los? Aber der hat Bock. Das ist bestimmt, weil er einen coolen Auspuff an der Seite hat. Habt ihr gesehen? Da, guck. Links und rechts hat er ein Auspuffrohr. Und Bremsplatten haben wir jetzt auf der Triebachse hinten. Toll, weil die Räder blockiert haben. Aber die 82 Kilometer hier, die kriegen wir ruckizucki runtergefahren, hätte ich gesagt. Echt mal, darf ich nur 80 fahren? Das ist ja wie in Deutschland. Ich bin gerade massiv verwöhnt von ATS. Aber gut, was willst du machen? Aber hier ist weit und breit keiner. Wir können einfach wirklich schnell fahren. Wir können gerade richtig Strecke machen. Vielleicht sind wir doch relativ zügig und schnell da. Das wäre natürlich schön. So, na wie gesagt, fahren wir Mitte, dann fahren wir Mitte. Ich bin eigentlich nicht so der Freund vom Schmeißwecko, aber... Oh, der wird uns schon immer durch Europa führen, oder? Denke ich. Danach können wir den in der Werkstatt abparken, dann kann irgendein anderer damit rumeiern. Wir haben generell sehr viele LKWs, die einfach nur dumm rumstehen. Unter Umständen könnten wir mal auf dem Angestelltenmarkt nachfragen, ob wir neue Fahrer kriegen könnten. Theoretisch. Weil die ganzen LKWs aus den letzten Folgen, die stehen alle unbemannt, könnten theoretisch aber auf der Straße und ein bisschen Geld dran schaffen. Ja. Na mal gucken, das kriegen wir hoffentlich auch noch hin irgendwie. Wäre natürlich schön, weil dann kommt die Kohle wieder rein. Also wir haben natürlich gar keine Geldsorgen, wir haben 1,8 Millionen. Das ist eine sehr, sehr schöne Firma. Bilanz, definitiv. Also du kannst eigentlich quasi machen, was du willst. Du kannst Trailer, LKWs kaufen, so viel du willst, wo du willst, was du willst, wann du willst und ja. Eigentlich ganz cool. Ich habe auch noch den alten SK im Mod-Ordner. Eventuell könnte man damit vielleicht auch nochmal eine Runde drehen. Na, mit dem alten Mercedes-LKW. Ich fand den nämlich ganz schön. Ich glaube, da hatten wir einen Tanker für gehabt. Da hatte auch relativ viel zusammengepasst, alles. Müssen wir mal schauen. Na, so eine coole Gurke hier. Und jetzt ist die Hupe immer so laut. Sehr schön. Also mit den ganzen Lackierungen und den Skins, die ganzen kleinen DLC-Pakete. Ich finde das schon in Ordnung. Ist okay. Da ist ab und zu doch echt was Brauchbares bei. Ich konnte mich auch im Shop relativ schlecht entscheiden, was ich denn nur haben möchte. So, da vorne ist die Firma, wo wir hin müssen. Ich hoffe, der Auftrag ist noch aktiv. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann bin ich sehr traurig. Ich habe da auf alles geachtet, auf Entfernung und Geld und bla. Aber nicht, wie lange der Auftrag noch aktiv ist. Nicht, dass wir da ankommen und der ist weg. Dann bin ich ein bisschen traurig. Dann fahren wir zurück. Oder wir gehen einfach nochmal schlafen, denn... Boah, Kreisverkehr, doppelspurig, lass mich alle in Ruhe. Ich habe ja nicht nach links geguckt. Soll ich dem Profi fallen? Und naja, wie gesagt, wenn der Auftrag weg sein sollte, dann gucken wir, dass wir irgendwo schlafen können. Und dann ist ja nochmal alles komplett anders und neu. Dann sind die Karten neu gemischt und dann wird sich da auf jeden Fall auch was finden. Aber ich denke, das klappt schon. Was hat er hier? Fruchtkisten, Paletten. Vorne die Reihe und hinten die Reihe ist gegotet. Der Rest steht frei im Raum. Naja, so hört sich das. Könnt ihr das sehen da vorne bei dem? Krass, oder? Sie mit rechts vor hinten? Ja, gut, dann fahren wir mal schnell. Da bin ich gespannt, weil wir sind jetzt gleich da. Das ist nämlich die Firma schon, wo wir hin müssen da. Ein Riesenkomplex. Wir fahren schon wieder viel zu schnell. Wobei, hier darf man auch wieder 80 fahren. Ist das krass hier. In Deutschland wirst du dafür wieder erschossen, weil du 3 km/h zu schnell fährst. Hallo, mach mal auf. Ich bin jetzt da.
Na? Na, kiekste, wa? Geile Karre. Oh, da ist er schon ganz nervös. So. Dann drückt mal die Daumen, dass der noch da ist. Ja, ist er noch. 191.000. Was können wir hier noch konfigurieren? Können wir hier ein. Warte mal. Das waren verpackte Lebensmittel. Das ist hier 191. Verpackte Lebensmittel macht doch am meisten mit einem Kühler Sinn, oder? Oder ist das wurscht? Mit der alten Plane wäre auch cool. Haben wir hier ja nicht die Möglichkeit für einen Kühler? Nö. Haben wir nicht. Dann nehmen wir den. Ein Krone Dryliner. Was haben wir hier noch? Trockenfrachtkoffer. Nee, ich fahre hier nicht mitten. Das wäre noch was, das wäre auch noch was, ne? Ist der unten rum verkleidet? Nö. Wollen wir mit was Verkleidetes fahren? Was Schicket? Was Dekadentes? Dann fahren wir mit denen. Wir nehmen das. So. Na dann hängen wir uns den mal ran. Worüber der steht? Da hinten alleine. Oh, der Arme. Okay, dann schleichen wir uns hier mal ran. Dann kumpeln wir das Ding hinten am LKW und dann hauen wir ab. Stück noch, oder? Jo, Ehre. Geil. Auf zur Megatour. Ich hab voll Bock. So, wollen wir? Ja. Wie lange haben wir noch? Wie lange dürfen wir? Müssen wir? Wir haben Restzeit 139 Stunden. Wir müssen in 5 Stunden pennen. Na, ein paar Meter können wir noch fahren, oder? So. Das waren 17 Tonnen, richtig? Stimmt. Verpackte Lebensmittel. Na, dann mal auf zur Megatour. Warte mal. Also gleich. Haben wir hier Licht an Bord? Ja. So. Nicht. Ja, Leute, da bist du jetzt durch. Und Abfahrt. Und ich muss mal gucken, wo diese Bordcomputer-Anzeige ist für Tempomat. So. Oh Gott, ich habe im Kreisverkehr gerade drin geblinkt. Das hat ja keiner mitgekriegt, oder? Schön. Okay, wir haben extrem. Wir haben 4004. Oh Gott. Schön, wie das weit ist, Freunde. Aber wir können auch noch Fähre fahren. Warte mal, wo waren die Fähre? Zeig mal die Karte. Schaffen wir das heute noch bis zur Fähre? Das wäre natürlich cool. Dann können wir von da aus weiterfahren. Je nachdem. Das ist aber... Leute, das ist aber... Das wird lustig. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen das dauert. Also wir werden auf jeden Fall eine Weile unterwegs sein. Hab da aber gerade richtig Bock drauf. Hab mich damals immer megamäßig davor gesträubt, aber warum eigentlich auch nicht? Na? Ist ja nicht schlimm. Wir verdienen dabei haufenweise Kohle. Kann da ja nicht schief gehen, theoretisch, eigentlich. Außer, dass wir halt massiv viele Unfälle bauen, Strafzettel kriegen, die Ware komplett verschreddert ist, der Trailer einfach mal zwischendurch einfach verloren geht oder so. Dann kommen wir da beim Kunden an, vielleicht nur noch mit unserer Reisetasche. Ja, dann müssen wir einfach mal um Entschuldigung bitten oder so, keine Ahnung. Ne? Dinge passieren ja oft und viel, wie ihr wisst. Was ist denn? Ach du Gott, dieser Kreisverkehr. Darf ich mal? So, wir bleiben auf der inneren Spur in der Hoffnung, dass hier keiner Quatsch macht. Den PKW hier hinterm Spiegel ganz böse beobachten, dass der uns nicht vor die Karre fährt. So, siehst du? Und raus hier, alles klar. Das Schöne ist, wir fahren den ganzen Weg zurück, wo wir schon mal hergekommen sind. Aber... Naja. Tunnel! Ey, wo das rauskam mit diesem Hall, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mega gefeiert. So, guck mal, ey, der zieht aber durch, schau mal.
können wir aber ganz beruhigt überholen hier, den Kollegen. Ja, da knacken wir ein Tempomat bei 84. Wo steht... Ah, jo. Guck mal, ganz oben links. Da und da. Mega cool. So, auf Kurs bleiben bitte, danke. Und dann geht die schöne Reise los. Ich hab richtig Lust. Oh, der schaukelt aber kräftig. Der hat Bock, der Kleine. Mal. Ah, dann ist hier rum besser. Na, Belichtung ist nicht ganz so cool, aber ist nicht schlimm. Wir haben gerade die Sonne quasi von hinten. So, ich muss mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Weil wir haben noch 4 Stunden zu fahren. Dann ist Ruhezeit angesagt. Könnte unter Umständen von Nachteil sein, wenn wir relativ früh schon eine Ruhepause machen müssen. Ich hoffe nur, dass wir viel über das Tempolimit hinaus fahren können, dass wir quasi Zeit gut machen. Weil dann ist es nicht schlimm, wenn wir mal ein bisschen länger pennen. Wobei, was schlafen die? Müssen wir vielleicht mal auf die Uhr gleich mal schauen, wenn wir denn noch schaffen, heute zu schlafen. Wie lange so eine Ruhepause ist in-game. Also normalerweise musst du irgendwie 11 Stunden pennen oder so. Dass deine Fahrerkarte wieder sauber und frei ist. Oder Ruhezeit drauf haben, sagen wir mal so. Gucken wir mal. So, ich glaube, von hier sind wir gekommen. Wenn wir hier mal auf der Karte gucken, hier ist nämlich der Iveco-Händler. Hier hinten. Hier haben wir den LKW gebaut und gekauft. Ah, steht auf der Rückseite leider nicht dran. Oder hier? Ne, da ist auf jeden Fall der Händler. Da haben wir den LKW her. Und ja. Oh, war gerade so schön Sonne, ne? Kommst du nochmal raus? Zeig dich. Los. Ist ja kein Feigling Sonne. Seh nix. Entschuldigung, wir müssen hier rüber. Okay. Wir sind auf jeden Fall auf Kurs. Und guck, schon scheint die Sonne wieder. Ist ja wohl nie wahr. Ha! Ei, der Daus. Und jetzt Vollgas, komm, warte mal. So, Tempomat, Geschwindigkeit, Wiederaufnahme, 84. Ist aber ganz cool, dass wir hier mal einen anderen Bordcomputer haben und der auch anders gespiegelt wird bei uns in diesem Computer, den wir da an der Scheibe kleben haben. Wahrscheinlich müssen wir da regelmäßig die Batterien tauschen, weil der hat kein Kabel dran. Die Dashcam genauso. Merkwürdig. Was sagt denn hier unser Navigationssystem? Also ich denke mal, bis zur Fähre kommen wir locker noch. Das sollte gar kein Problem sein. Guck mal, hier am Lüftungsschlitz, da klebt ein roter Wunderbaum. Und hier neben uns steht die Tanne, die wackelt ganz nervös. So, wir wechseln mal die Seite. Apropos die Seite, ne, das Imperium ist auch dabei. Da oben. Ja, Imperium hängt da als Deckenschmuck genau hinterm Spiegel. Da oben könnt ihr sehen, wo es rumwackelt. Ja. Also Kabinenaccessoires gibt so unfassbar viele. Wenn du dir hier die Inneneinrichtung machst, gut, der LKW hatte gerade so wie ja keine Slots oder Punkte dafür frei. Aber wenn du dir eine Inneneinrichtung machst mit einem Tisch und du hast da gefühlt 100 rote Punkte, wo du irgendwas Cooles hinbauen kannst. Also du kannst dir die Kabine hier richtig heftig vollmüllen mit Krempel, mit Zeug. Also Wahnsinn. Und das Ding ist, manche fahren ja in Wirklichkeit auch wirklich so rum. Also wow. Na? Und umleuchten aber auch. Warte mal, wo? Nee, P war Scheinwischer. Da. Sind die jetzt aus? Ja. Megatour. Ah geil, ich hab irgendwie Bock.
Das Problem ist, wir haben noch über 4000 Kilometer. Das ist echt heftig. Das ist richtig, richtig viel. Bin ja letzte Mal auch... Oh Gott, war das mit dem Scania? Weiß ich gar nicht. Mit dem Scania oder mit dem MAN? Keine Ahnung. Eine sehr, sehr lange Tour gefahren. Also ich glaube auch von Helsinki bis nach Madrid oder so. Also ich war... Also ich möchte sagen... Also... 2 Stunden. Also hier echte Real-Stunden. Ich war bestimmt 2 Stunden unterwegs oder so. Das ist eine ganze Ecke weg. Das unterschätzt man doll. Weil dann hast du wirklich nicht immer nur Autobahn, sondern auch mal Landstraße und wie hier denn so Ampel-Gedöns und naja. Ich müsste die Tastenbelegung, glaube ich, noch ändern, weil wenn ich auf Aufnahme-Pause drücke, dann habe ich die Ansicht, dass wir nach hier aus dem Fenster gucken und das ist echt nicht cool. Da muss ich, glaube ich, nochmal was ändern. Weil die Ampelrotphasen, die überspringe ich eigentlich sehr gerne. Weil das ist so Zeit, ja, da stehst du halt dumm rum, da machst du halt nichts und deswegen beim ATS drücke ich da sehr, sehr gerne Pause. Ich glaube, da ist mir auch keiner böse von euch, oder? Moin! Wir müssen jetzt hier mal langfahren. Wir haben nämlich einen Termin beim Boot. In einer Minute. Und ich bin, glaube ich, ganz doll der Meinung, dass uns das Boot mitnehmen soll. So, was machst denn du hier für einen Quatsch? Bitte fahren Sie. Dankeschön. Oh Gott, diese Enkoven. Der Trailer immer schön durch den Dreck gezogen hinten. Ach Gott, naja. Am besten ja nicht nach hinten gucken. Solange wir nirgendwo kleben bleiben, nirgendwo hängen bleiben, dann läuft das schon. So wie hier, guck mal, wir haben jetzt eine Ampel-Rot-Phase. Hier fährt eine Straßenbahn, Alter. Das ist ja mal geil. Hallo. Ist ja cool. Boxt die mich auch massiv weg, wenn ich der in den Weg fahre irgendwie? Wenn die gerade dran ist? Wäre auch interessant, was so eine Straßenbahn macht. Ob die dich einfach mitnimmt, da wo die hin will, oder... Ob die anhält oder ob die erstmal völlig provokatorisch voll in dich reinkachelt und dann anhält. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier Oberleitung dafür. Gefällt mir. Ein Aussichtspunkt. Wollen wir uns den noch anschauen? Wollen wir den mitnehmen? Du, wir wechseln mal die Seite. Was ist denn das hier? Achso, ein Kreisverkehr. Durchgezogen. Wir könnten jetzt hier nochmal pennen. Theoretisch. Halt, stopp. Wir sind vorbeigefahren. Entschuldigung. Ach nee, jetzt steht die noch... Hau doch ab da, Mann. Oh, guck mal hier. Habe ich nicht letztes Mal gesagt, haben sie in den Griff bekommen? Jetzt haben wir da unten wieder die Lampen, die blinken. Schön. So. Geht gut los, ne? Pass auf, und der kraucht uns massiv hinterher. Ich kann, will hier nicht. Jetzt ist hier, hau mal ab jetzt. Und dann auch noch Polizei da. Alter. Was ist hier mit 2 Meter Rangierabstand? Ihr könnt schon wieder, ne? So, passt mal auf. So, schaut mal. Ich hab gezaubert. Dann fahren wir hier einfach mal schnell ein Stück zurück. Jetzt habe ich sie alle weggejagt hier. Aber ich musste mal aussteigen und mal laut werden. So, schönes. Ah, okay. Blinker links, da blinken die Lampen unten mit. Dann ziehen sie halt Masse über den Kabelbaum. Dann ist da irgendwo was angescheuert. Ha. Steckst halt den drin. So, Aussichtspunkt. Wollen wir uns den noch anschauen? Ja, oder? Ich habe übrigens auch die Pause-Taste gerade mal die Tastenbelegung nochmal überarbeitet. Läuft jetzt richtig sahnig. So, oder denn? Gucken wir mal, was wir uns hier angucken können. Wahrscheinlich bloß die Hafenstadt. Westhafen von Helsinki. Na, sag ich ja. Aber es ist ein cooles Gebäude. Fahren sie alle schön im Kreisverkehr. Da ist die Straßenbahn. Die kommt da an die Eier. Guck, die hat da einen Straßenbahnhof. Oh, die ist aber ambitioniert in der Kurve. Da musst du dich aber ordentlich festhalten. Wenn du nur noch einen Stehplatz abbekommst. Da sind Toiletten. Toll. Da
zeigen sie uns hier das Hafengebiet und den Fährenport, oder? Portalkräne sind immer cool. Also die Hafenkräne, egal welche Stadt mit diesen ganzen Containerterminals, ich mag das. Also optisch top. Guck mal, da steht unser Truck. So, der Scania hinter uns, der hat auch Lampenbügel vorne dran am Kühlergrill. Das ist eine schöne Aufnahme mit den dicken Dingern dahinter im Hintergrund. Sehr cool. Schade, leider so dunkel. Naja, so. Leute, wir haben noch keine Zeit. Ab nach dem Boot. Vorteil. Warte mal. Hat der Lampen oben ohne gehabt? Ja, oben und unten. Krass. Wenn wir jetzt auf das Schiff rauffahren und da wieder runterfahren, dann haben wir Ruhepause gemacht. Heißt, wir können theoretisch direkt weiter knuspern. Das ist doch total toll. Und was auch richtig geil ist, wir fahren jetzt an alle Kollegen vorbei, die hier auf ihr Boot warten, weil wir sind mal wieder der letzte Passagier. Ja. So. Ich hoffe, die verpackten Lebensmittel sind alle festgejodet, weil wir machen jetzt hier erstmal eine schöne Kehrtwende. Cool. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Dann haben wir das erste Land fertig, quasi Finnland. Als nächstes kommen wir halt in die anderen Länder hinein. So, dann düsen wir mal. Da ist unsere Lücke. Oh Gott. Entschuldigung, nicht so schnell. Es tut mir leid. So. Aus. Ende. Abfahrt. Ach du Schande. Wo wollen wir denn hinfahren? Zeig mal. Nach Travemünde wäre falsch, oder? Wir fahren nach Tallinn. Travemünde wäre. Travemünde ist ja Deutschland. Da. Bei Rostock. Genau. Nee. Wir wollen ja den Weg fahren und nicht den Weg. Wobei wir könnten dann von hier aus wieder darüber und dann weiter. Nee, wir fahren nach Tallini. Tallinn. Nee, Tallinn. Entschuldigung. So. Ja. Tallinn. Kostet 430 Euro. Wir fahren 2 Stunden 30. Und bestimmt ist es dunkel, wenn wir ankommen. Nein? 15 Uhr? Okay, wir haben nicht ausgeschlafen, leider. Schade. Und wir sind schon wieder der Letzte hier auf dem Boot. Naja. So. Raus aus dem Kutter und dann fahren wir weiter. Jetzt haben wir viel, viel Strecke vor uns. Wir folgen noch dem Leitsystem und dann geht das weiter. Hätte ihn da seinen Hänger vergessen. Ist ja frech. Ah, wir haben 5 Stunden 18. Da kam aber Fahrzeit dazu. Hätte ich gesagt, oder? Was machen wir denn hierfür? Nee, doch, ist richtig. Hier ist auch nochmal ein Aussichtspunkt, aber. Kann hier einer kommen? Ja, theoretisch ja, aber hier ist gerade keiner. So. Hä, wie soll man denn? Du musst ja da einparken. Nee, das machen wir nicht. Welch verwirrende Streckenführung hier jedes Mal ist. Okay, Freunde. Ich glaube, wir sind gleich auf Kurs. Bin mal gespannt, was das hier wird für ein Abenteuer. Also mit Sten allein sind wir auf jeden Fall schon mal erfolgreich vorangekommen. Das ist schon mal sehr erfreulich, sehr erbaulich. Ja, und den Rest kriegen wir irgendwie hin. Wir verlassen hier noch das Hafengelände. Und dann suche ich mir eine Ecke zum Anhalten. Da war gerade ein Parkplatz, wo man hätte schlafen können. Aber hier in dem Örtchen wird sich ja wahrscheinlich auch irgendwo eine Möglichkeit finden, wo man mal abparken kann. Wobei, wenn ich mir die Stadt hier so angucke, wohl eher nicht. Die blinkt. Das schaffen wir noch. Ehre. So. Ah, hier ist gerade echt ungünstig mit Anhalten. Da ist wieder so eine Straßenbahn.
Okay, haben sie hier anscheinend auch. Vielleicht ist da vorne was? Hier ist so Wohngebiet, hier kannst du ja nicht mittendrin anhalten. Wobei eigentlich können wir das ja doch. Wollen wir das mal probieren? Ich meine, hier ist wieder so eine. Ah, eine Kreuzung ist echt nicht richtig. Hier. Wir sind jetzt Bus. Plolong. So, Freunde der Sonne. Motor aus. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Und dann machen wir uns auf den Weg durch. Was haben wir denn hier? Estland. Genau. Okay, nächstes Land, was wir durchqueren, ist Estland. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich habe gerade mega Bock drauf. Vor allem bin ich auch sehr gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Weil, manchmal sind ja so Dinge komisch. Okay. Ihr seid befreit, Freunde. Wie gesagt, beim nächsten Mal fahren wir durch Estland durch. Mal gucken, wie weit und wie schnell wir vorankommen. Vielleicht haben wir auch jetzt schon zeitlich ein Problem. Wir müssen auf jeden Fall bald pennen. Ne? Alle so eine Sachen. Unfälle, Geld, Strafen, Verluste, alles. Ne? Kann alles passieren. Wir schauen mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Rein gehauen.